Aufnahme mach doch läuft wieder. Hallo. So, wir haben meine Tasten umbelegt. Sensationell im letzten Video geschafft. Ich hoffe, ich krieg's jetzt auf Anhieb hin und drück jetzt nicht die alten Tasten wieder. Ich bin gerade überlegen, vielleicht sollten wir uns einfach schnell mal kurz wieder Game Over machen, weil wir haben nur noch 0 Leben. Nein, das ist. Ach nee, aber dann ist ja die Bonusmünze weg. Ich mach hier und Safe State. Hier und Safe State. So, da sind wir zu zweit und da können wir uns dann noch immer aussuchen, mit wem wir spielen und so. Das ist ja jetzt hier ganz am Anfang. Ja. Ja. Ja, wir können auch am Speicherfass dann den Safe State machen, weil der Part, der danach kommt, ist dann auch wieder. Ja, bis dahin musst du erstmal kommen jetzt. Ja, ja, da komme ich jetzt schon wieder hin. Und mit du meine ich du. Ja. Da komme ich jetzt schon wieder hin. Das ist jetzt, wenn ich nicht irgendeinen großen blöden Fehler mache, ist es eigentlich kein großes Problem. Eigentlich. Hoffen wir es mal. So. Und runter. Das war vielleicht schon. Nee, okay. Nein, das klappt immer. Ja, ich hatte jetzt das die Angst, Spiel ist dass so ich programmiert, dass die Bienen so kommen, wenn du dich an der Stelle runterfallen lässt, die werden ja auch erst aktiv, wenn du in den Screen gehst. Ach so, ja, das stimmt. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, das würde Sinn machen. Das Spiel wird so ähnlich sein wie Mario, also von der Grundprogrammierung her mit Screens und sowas. So, wir sind beim Speicherfass. Obwohl, wobei, das müssen ja dann vier quadratische Screens sein, weil das geht ja ins Vertikal und ins Horizontal. Ich hatte nur vorhin Angst, dass ich irgendwas verpasse, weil ich meine, hier ist noch irgendwo so ein Bonus. Naja, mein Gott. Boah, ich würde so gerne einen Donkey Kong Hack machen. So, hier gehen wir jetzt erstmal nach oben. Man kann ins Vertikale und ins Horizontale bauen, das ist doch genial. Hm. Und jetzt müssen wir aber wieder zurück. Da könnte man schöne Labyrinthe draus bauen. Stimmt. Und wenn ich jetzt noch wüsste, wo dieses Secret ist, was wir brauchen. Ich weiß es nicht mehr. Okay, auf geht's in den Kampf. Das wird nix. Mhm. Der Anfang ist noch recht chillig. Da ist die große Biene noch nicht. Wann kommt denn die? Weiß was für eine große Biene. Ja, du wirst gleich von einer großen Biene verfolgt. Nee, das sehe ich nicht ein. Ich mache hier ein Safe State. So. Safe State gemacht. Und irgendwo ist aber ein Secret, wenn man reinrennt. Ja, es ist doch immer so. Aber ich weiß nicht mehr wo. Okay, hier. Die irgendwie rote Biene darfst du nicht berühren. Doch. Hä? Was bringt die dann? Ja, genau hier. Oh Gott, die Musik. Die ist aus Donkey Kong? Mhm. Diese Musik. Oh, krass. Ich wusste gar nicht, dass die auch aus Donkey Kong ist. Sind irgendwie ein Drittel los. Ja, zu langsam gewesen. Ja, warte, ich lade den Safe State. Wir hätten jetzt auch wieder ein Leben gehabt. Das heißt, es wären jetzt wär nicht schlimm gewesen. Nee, sehe ich nicht ein. Weil, naja, dann hätten wir noch zwei Rambis. So habe ich nur einen. Weil ich einen unnötig verloren habe. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich meine das da oben. Du verlierst ja immer unnötig. Nee, es geht nicht. Okay. Wir verlieren beide immer unnötig. Stimmt. Ah, das war die falsche Richtung. Ja, das war schlau. Ah, das war die falsche Richtung. Ja. Du musst dich da mal anstreben bei der großen Biene, wenn die Musik so episch ist. Ich weiß, die ist richtig gut. Auch wenn mir die hier im Bienenstock selber nicht so gut gefällt wie die anderen. Na doch, die ist auch schon schön. Ja, obwohl die Melodie ist eigentlich. So, los. Ich mag halt Musik mit viel Melodie. Und die ist halt. Obwohl mir ist das noch nie aufgefallen, dass die Melodie hat. Ich dachte immer, die hätte gar keine. Dann ist natürlich wieder alles gut. So, war das hier? Nee, wo war das? Wo war dieses Secret? Oh, also nein, hier war's! Hier war's! Level. Nein, das Spiel das scheiß Level! Wir müssen die holen. Die Biene kommt, oder? Nee, ich glaube, jetzt kommt sie nicht mehr. Ich will's da drüber. Hops! Ich will jetzt über dieses Fass. Danke. Und rein. Ah. Wenn du jetzt hier stirbst, dann. Hier kann ich nicht sterben. Obwohl, dir ist ja egal. Hm. Außerdem müssen wir es ja machen. Besser jetzt als später. Außerdem ist es jetzt hier. Das ist jetzt echt einfach. Einfach nur ablaufen. Hallo. Wow, hallo. Extrem schwierig. Hallo. Ja, das Schwierige ist halt drauf zu kommen, dass man da schnell rein muss in der Hektik. Ja, aber trotzdem. Ha. Ha. Gib mir das G.
Danke. Warum? Nein, wir haben das K vergessen. Ach, egal. Hätten wir ein Leben gehabt. Ja, das K war da unten, wo wir manchmal runtergefallen sind. Da war das. Ja, ich weiß. Ich hab's gesehen. Ich war Mist. Naja, so. Speichern, speichern, speichern. Haben wir wieder genug Münzen? Ich hoffe. Weil wir haben null Leben. Ich setz mal ein Safe State hier, falls jetzt was schief geht. Ich habe auch schon ein Safe State gesetzt. Gut. Wo wollt's die Oma? Hier, rechts. Hier oben. Mhm. Und haben wir zwei Münzen? Wir haben null. Wow. Okay. Was können wir für null Münzen machen? Secret Doors. Secret Doors. Yay, Doors are hidden on the sides of walls and can be broken into by throwing objects at them or using your animal bodies. Mhm. Nein. Und wir können das College verlassen. Ja. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gucken nochmal Secret Doors an. Genau. Oder nein, wir müssen jetzt schnell mal zwei Münzen noch einfach holen. In irgendeinem Level ganz schnell. Wo gibt's denn ganz schnell? Nee, sehe ich nicht ein. Zwei. Oder wir machen den Boss. Ach komm. Ja komm, wir machen einfach ein Safe State. Und ja, wir machen Overworld Safe State und dann machen wir den Boss einfach. Das ist er nicht. So, das Safe State ist gesetzt. Viel Spaß. Den darfst jetzt ja immer du machen, weil ich komme ja nicht mehr dran. Was? Nee. Viel Spaß. Wieso? Da ist doch ein Donkey Kong Fass. Ja, aber du bist der Vogel. Das heißt, wenn du getroffen wirst, bist du immer noch der Vogel. Da wird nicht gewechselt. Deswegen so, war ich ja gerade eben auch die ganze Zeit Rambi. Okay. Ach, deswegen, das ist ja jetzt die neue Tastengebung, ja. Kann es sein, dass ich seitdem ich die Tasten umkonfiguriert habe, nicht gespielt habe? Mhm. Toll. Okay. Ah. Ja, ich spiele. Also die was Quote. Muss ich machen? Naja, überleg mal und guck mal. Vielleicht fällt dir irgendwas an ihm auf. Sehe ich nicht ein. Der eine Stachel ist rot. Mhm. Und das ist halt noch die einfache Version jetzt, ne? Den muss ich treffen. Mhm. Sehe ich nicht ein. Aber erwarte nicht, dass er sich dann bei dir bedankt dafür. Natürlich, ist doch höflich. Yay! Erster Treffer von weiß ich nicht wie vielen. Von fünf. Oh, wir hatten ein Leben! Wo hast du das Leben hergekriegt gerade eben? Dann wäre jetzt ja doch ich dran. Ich will aber nicht. Du hattest hier... Nee, hä? Wo kam das Leben her auf einmal? Doch, hier von den Münzen. Ah, okay. Oh, hier sind zwei gewesen. Hm. Ah ja. Soll nee, ich kann jetzt gar nicht von den Münzen sein. Wir haben 64. Ja, von den... Naja, ja, ist halt so. Vielleicht habe ich mich auch einfach verguckt und wir hatten tatsächlich noch genug Leben. Hm. Komm her. Ist doch typisch du, dass du bei den Zahlen dich verguckst. Mhm. Ja, ich mach das musst dich du auch dann im Matheunterricht auch so machen. Mhm. Das nein, kommt sehr runter, gut runter, an. Runter. Nein. Und, ja. Hat du so fein gemacht. Gleich kommt die zweite Phase. Was heißt zweite Phase? Das ist doch wohl die zweite, das ist schon die dritte Phase. Nee, also eine wirklich ganz andere Phase. Ja, er hat fünf Leben wie jeder Boss, Scheiß oder? Dreck. Hm, das hier ist im Prinzip die zweite Phase, wo man ihm ausweichen muss. Ungefähr so. Jetzt haben wir ja, aber kein genau Leben mehr. So. Jetzt müssen wir ein Safe Set laden. Jetzt hat er noch zwei Schnitten. Wie viele Schnitten hat die hier liegen? WTF. Fünf oder was? So, hau ihn weg. Mein Papa verlangt von mir, dass ich fünf Schnitten esse zum Abendbrot. Wie groß ist denn so eine Schnitte? Na, ja, wir haben tatsächlich noch ein Leben gehabt, das habe ich wieder nicht gesehen. Ja. Ach ja, ich habe ja die Tasten umkonfiguriert. Ja, es ist aber besser so wirklich. Also es ist jetzt, Schießen ist halt wie bei Mario Rennen. Jetzt habe ich das unkonfiguriert. Das ja, also ich habe meine Tasten immer gleich besetzt, egal was ich spiele. Ja, du hast diese eine, es gibt auch zwei Spin-Jump-Tasten bei Mario. Mhm. Und du benutzt die andere. Ja, das kann sein. Ja, du benutzt die richtige, die du brauchst fürs Fliegen, weil wenn ich bei Mario fliegen will, brauche ich eine Taste, die ich sonst nie benutze, deswegen ist es ein bisschen ja, blöd. Ich habe gestern geguckt, ob ich in der Luft mich drehen kann bei Mario.
Ja. Und hast du es hinbekommen? Jo. Mit umdrehen? Ja. Hast du es hinbekommen, langsamer zu werden? Habe ich nicht probiert. Ich habe nur kurz das Drehen probiert, weil es war ja nicht gefordert in dem Hack. In welchem Hack? Anxious the Treasure. Haben wir doch gestern Abend kurz aufgenommen, ein bisschen was. Ach, du musstest fliegen. Ja, es war halt eine Stelle, wo ich eine Feder bekommen habe und ein bisschen fliegen konnte. Und da habe ich gedacht, ach komm, probier es mal schnell aus. Mit umdrehen? Drehen kann, genau. Naja, du hast halt diese eine Taste. Wenn du dich damit drehst, dann fällst du einfach runter. Wenn du dich mit der anderen Taste drehst, dann musst du halt während des Drehens ein paar Tasten gedrückt halten oder auch nicht, damit du halt umdrehst oder damit du langsamer wirst oder damit du umdrehst und gleichzeitig langsamer wirst. Es gibt drei verschiedene Geschwindigkeiten beim Fliegen. Okay. Langsam, mittel und schnell. Schnell ist das ganz normale. Aber langsam bist du halt nicht so. Und wenn du dann nach unten wieder gehst, dass der so runter geht, dann wirst du wieder schneller. So, jetzt kommt der irgendwann. Ah ja. Das ist ziemlich aufwendig. Und ich labere wieder und du hörst mir eh nicht zu, weil du... Ja, ich hab's versucht, aber ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren. Ich hör's dann ja, wenn ich die Aufnahmen durchgucke. Ich sollte nicht so viel Sinnvolles sagen, wenn du mir eh nicht zuhörst. Zelda. Besser als nichts Sinnvolles. Donkey Kong. Nein! Ach, Mist. So, jetzt kommt der wieder irgendwann. Jetzt kommt er aber wesentlich flotter. Da ist er. Nee, noch gar nicht. Scheiße. Mario and the Legend of the Wurstschnitzel. Okay, lasse das. So. Okay, komm her. Und dann komm, zeig mir deine zweite Phase. Kommt die jetzt? Ja, endlich. Los! Stirb, 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 stirb! Nein, 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 nein! Ah, geht weg, geht alle weg! Der erinnert mich an den Boss von Rayman Origins. Nein! Ach, jetzt komm ich wieder. Geht weg! Weg! Oh, ist das assi. Weg, 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 weg! Und dann macht er auch noch so ein nerviges Geräusch dabei. So, ausweichen. Der erinnert mich echt an den Boss von Rayman Origins. Ausweichen. Und weg. Ist er tot? Mhm. Oh. So, jetzt auf keinen Fall in die nächste Welt reingehen. Wir speichern erst, ne? Okay. Ich gehe dann mal in die nächste Welt rein. Mhm. Nein! Ist ja gut. Ach, hast du Selbstdate gesetzt? Selbstdate gemacht. Na dann. Ich meine, wir hätten es auch machen können, aber wir hätten halt nicht viele Leben gehabt. Und wir haben genau schön zwei Münzen. Sehr gut. Zwei Münzen haben wir. Ja. Na, den Safe State. Okay. Und dann machen wir gleich wieder ein neues Video. Halt, warte, erst speichern. Ja, ja. Ich sag ja gleich. Das war jetzt nur schon mal die Ankündigung. Wobei die Leute ja eh am Balken sehen, der jetzt gleich ausläuft, dass das Video zu Ende ist. Nein. So, wir haben gespeichert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.